Servus YouTube und Freunde des gepflegten Gamings, hier ist euer Mario vom Wolfsrudel. Wir sehen uns heute und fahren das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi, meiner ersten Saison in F1 2014. Ich habe mir was überlegt und zwar werden wir heute nicht auf Experte fahren, sondern auf Profi. Das hat deshalb den Grund, weil ich keine Zeit fahren werde in Qualifying und werde als letzter starten. Gibt ja die Errungenschaft, dass man als letzter vom letzten Platz auf den ersten, also das Rennen gewinnt. Und das möchte ich hier schaffen. Ich denke mal, Profi dürfte da für mich reichen. Wo haben wir das denn? Das ist weiter unten. Ne, hier, Phoenix aus Starship Fahrer im Karrieremodus vom letzten Startplatz vom Sieg. Das habe ich eben vor. Überspringen wir mal das Qualifying. Ich muss mich hier schon wieder entschuldigen für mein Mikro, ich habe einfach noch kein Geld, mir ein neues zu holen. Deswegen ist der Sound einfach wirklich bescheiden. Da gab es wirklich billigere Headsets für 10 Euro, da hat das Mikro fünfmal besser funktioniert als hier bei dem 70 Euro teuren. Gut, dann... habe ich jetzt vergessen. Ich habe jetzt hoffentlich nicht vergessen. Müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Mein Setup einzustellen, weil das bleibt ja, selbst wenn ich keine Zeit gefahren bin. Laden, hier ist es, Abu Dhabi Setup, von YouTube habe ich das, auf einer anderen Seite. Da hat er die ganzen Setups auf einem YouTube-Video eingestellt. Wir können ja eigentlich gleich zum Rennen springen, stimmt ja. Genau, bin ich letzter. Okay, die Pole war ja klar, Hamilton, Rosberg wieder ganz vorne. Red Bull, dann Alonso, okay. Ja, am Start möchte ich schon mal auf 15 oder so kommen. Schauen wir mal, was sich machen lässt. Aber bisher muss ich sagen, als ich mein erstes Video gemacht hatte in Australien, da gab es ja noch so einige Kritikpunkte, die gibt es jetzt immer noch, aber das Spiel kann ich jetzt schon viel, viel besser spielen, was jetzt auch den Reifenverschleiß angeht. Der war in den letzten zwei Rennen deutlich besser als vorher, weiß nicht, was ich da gemacht habe, eigentlich nichts. Zumindest auch kein Mod oder sowas, der den Reifenverschleiß vermindern würde, denn das würde ich mir eigentlich wünschen, dass es sowas jetzt demnächst mal gibt. Gab es ja in F1 2013 auch, aber leider gibt es sowas noch nicht. Und wir schauen mal, ich habe dieses Debug-Menü, da werde ich eben dann, nachdem ich meinen ersten Stop hatte in der sechsten, eine Runde auf Harten fahren und dann sofort wieder auf die weiche Mischung wechseln, damit ich dann doch eine Chance habe, die 1 zu holen. Ich will mal das 6., 7., was nehmen wir denn? Wir mal schauen, wenn wir die 6. haben, dann die 7. fahren wir hart und dann haben wir nochmal 7. Ja, dann müsste ich 2 auf hart fahren, ja. Dann passt es mit der 6. Runde. Dann haben wir mal ganz klar geschlagen. Ja, und dann geht's auch schon los. In Abu Dhabi. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ist es wirklich so, am Anfang habe ich ja noch gesagt, man kommt kaum von den Gegnern weg. Also wenn man fährt und auch Vollgas gibt, wirklich beste Zeiten fährt, man kommt nicht von den Gegnern weg. Das ist jetzt anders, ich komme zwar von allen Gegnern weg, bis auf die Mercedes. Weil die kleben immer gerade das ganze Rennen, zweitletzte hinter mir. Aber sonst, 15 bis 25 Sekunden vor den anderen daran konzentrieren. Der Unfall bauen. Okay. Warum bremst denn der ab hier? Vollidiot. Immer der Grosjean wieder. Das kennt man schon von der. Kennt man schon in der Realität, dass der Grosjean so ein Kandidat ist. Hat schon so. Oder Maldonado auch. Beide Lotus waren, mehr muss ich dazu nicht sagen. Komm schon, den wollen wir uns auch noch. Das ist ja nur ein Toro Rosso. Das heißt, nur die sind dieses Jahr auch ganz gut. Hier ist dann schon Silver auf 10. Sehe ich das richtig? Jawohl. Und da kommt der Magnussen. Man sieht schon, wie die vorne gleich wegziehen. Deswegen ist das ja so gefährlich. Deswegen muss ich gleich. Anfang. Ui. Oh, die Force India sind aber weit vorne. Ah, Mist. Deswegen habe ich hier auch die Traktionskontrolle auf Mittel, weil man eben immer über dieses ganze Kerbs fährt. Und da rutscht man so leicht ohne Traktionskontrolle. Deswegen habe ich sie hier auf jeden Fall an.
fährt auch genial, oder? Man sieht schon, man kommt nicht mal näher ran, weil die ziehen da vorne schon alle weg. Red Bull, Ferrari und Mercedes. McLaren habe ich glaube geholt. Boah, das war ein grenzwertiges Manöver, muss ich schon sagen, aber ich habe zu spät gesehen, dass der schon so früh bremst. Da vorne ist jetzt Hülkenberg auf 6, also muss man Hülkenberg, das ist wirklich ein Top-Fahrer. Würde der im Ferrari sitzen, würde der Kimi Räikkönen definitiv immer schlagen. Also Hülkenberg ist auch in echt wirklich ein Top-Fahrer. Das sieht man auch hier im Spiel, der ist meistens immer vorm Perez. Wie viele Runden haben wir hier überhaupt? 14, okay. Also normal. Aber das ist schon ein sehr guter Start gewesen. In der zweiten Runde schon auf 7. Ich hätte noch weiter nach vorne kommen können, wenn die nicht so blockiert hätten. Ich bin ja zwei, dreimal leicht kollidiert. Mit wem war das? Einmal mit Beauchamp, einmal mit Ehren, glaube ich. Naja. Den Hülkenberg packe ich mir aber fast in dir halt, ne? Er hat nicht so einen Speed auf der Geraden. Wie viel schafft man? 3,30 vielleicht, wenn ich Glück habe. Ah, 3,33 sogar. Wo habe ich das die Höchstgeschwindigkeit von... Ich habe, glaube ich, sogar über 3,70 geschafft. 3,67 oder 3,70 sogar. In Monza natürlich. Das ist schon heftig. Wenn man schaut, in der echten Formel 1 waren das 360 heuer in Monza, oder 359. Sogar noch ein bisschen schneller. Also... Hatte ich aber ohne... Das, war das mit DRS? Ich glaube, es war mit DRS, ja. Das war in der Quali-Runde. Ricciardo ist... Oh, der fünfte schon. Sehr schön. Ja, das Problem sind wie immer die Mercedes da vorne. Die ziehen gleich wieder weg. Das tut mir jetzt leid. Da bin ich ins Rutschen gekommen. Da konnte ich jetzt auch nicht mehr ausweichen. Schauen wir nochmal, ob wir das nochmal lösen können. Ich wünsche mir immer, so wenig Rückblenden zu verwenden wie möglich. Aber manchmal lässt sich es einfach nicht vermeiden. Die letzten zwei Runden hatte ich eh nur zwei oder drei Rückblenden, sonst hatte ich immer so 10 oder so. Also haben mich auf jeden Fall gebessert. Komm schon, wenn Ricciardo da vorne, wer fährt denn da? Erster, zweiter, dritter, vierter. Nee, da ist einer schon wieder ganz vorne. Das ist Hamilton. Ja, Hamilton ist wieder ganz vorne. Der ist fast immer erster. Das ist echt Wahnsinn, was der für ein Speed hat. Rosberg war in der ersten Saisonhälfte immer besser. Aber in der zweiten ist er selten auf Pole oder erster. So, und weiter geht's. Ich muss jetzt mal ganz kurz weg. So, letzte Kurve. Nochmal schön zickzack fahren. Und wir haben einen Sieg. Weltmeister, Konstrukteursweltmeister leider nicht. Aber wir sind Weltmeister. Mit überragendem Vorsprung, das ist ganz klar. Bin mal gespannt, ob der Ingenieur noch was Wichtiges sagt. Gratulation zum Sieg. Erster Platz. Ja, das weiß ich jetzt schon. Phoenix aus Dasha haben wir bekommen, sehr schön. Schauen wir nochmal nach. Ja, im Ziel. Ach so, ja. Ein Ergebnis: 11,5 Sekunden, 17 Sekunden und alle anderen sind ja viel weiter hinten. Überrundet haben wir keinen. Doch, nee, 1,51. Dann schauen wir uns nochmal die erste Runde an.
Ja, und jetzt bin ich schon 8. Das ist echt Wahnsinn. Oder 9. Episch. Also Profi ist eigentlich für jeden, muss man sagen, eigentlich, wenn man gut fährt, zu leicht. Also Experte ist wirklich angemessen. Wenn einer ganz gut ist, sag ich mal, und einen Mercedes hat, dann kannst du auch am Legende fahren, weil dann bist du auch oft Erster, weil eben du dann nur einen Gegner hast und dann bist du maximal Zweiter, weil eben keiner schnell ist wie der Mercedes. Das ist bei weitem nicht. Also nur Erster und Zweiter zu werden, glaube ich, dann wirst du auch Weltmeister. Ist halt dann knapp mit dem Teamkollegen, aber Konstrukteursweltmeister sowieso. Also Mercedes zu schlagen, wenn du in einem anderen Team fährst, ist eigentlich unmöglich. Also außer du fährst die ganze Saison im selben Team, aber ich habe jetzt eben nur die halbe Saison in einem Team gefahren, also schafft man es nicht. Ja, und dann bin ich schon 7. nach der ersten Runde. Gehen wir mal weiter. Wahnsinn! Fahrerweltmeister und Zweiter in der Konstrukteurswertung. Du bist der Champion! Komm zurück in die Garage! Wir wollen mit dir die Korken knallen! Ja, leider gibt es da solche emotionalen Momente. Bis auf die Siegerehrung, echt schade. Da ist ja klar, das Spiel ist einfach ein Add-on zu F1 2013. Das nächste Jahr kommt, sehen wir dann genau 99 Punkte Rückstand zu Mercedes. Also in der ganzen Saison hätte ich sie wohl geschlagen. Hamilton hat noch Rosberg geschlagen, Sebastian Vettel sogar noch Ricciardo und Alonso, ja. Okay. Bekommen wir noch, glaube ich, dann eine Auszeichnung. Und ja, Siegerehrung sowieso. Ja, gewinnt den Abu Dhabi mit seinem 8. Saisonsieg. Rekordjäger. So, hier steht's. Schnellste Runden 7, Pole Position 7, Durchschnittsplatzierung 1, Siege 14. 14 Siege! Boah, von 19 Rennen, das ist. Das hatte ich auch, glaube ich, noch nie. Das auf Experte. 441 Punkte. Konstrukteurs werden eben nicht geschafft. Rivalen besiegt, ja, teaminterne Duelle alle besiegt. Erfüllte Ziele auch. Was alle? Nee, 28 von 38. Ja, ja, schon klar. Rang 12, Karriere-EP ist ja eher unwichtig. Also schnellste unten 7, also ungefähr ein Drittel und auch ein Drittel Pole Position, das ist in Ordnung. Ja, Formel 1 Fahrerweltmeister, sehr schön. Und jetzt wechseln wir ja zu Red Bull. Ich hoffe, die Saisonlänge kann ich jetzt noch auswählen. Ich denke schon, das muss ja so sein. Das wäre sehr doof. Red Bull Racing, ja. Da speichere ich es erstmal. So, jetzt beenden wir erstmal, würde ich sagen. Saison ist abgeschlossen. Ich will dann eigentlich in der kurzen Saison weitermachen. Da kommt bald auch wieder bestimmt ein Online-Rennen. Ich hoffe, euch hat es diesmal gefallen. Habe ich ein bisschen dazu gelabert, sonst ist es, dass es nicht ganz so langweilig wird. Aber es war doch ganz interessant, wenn man das ganze Feld aufholen durfte. Bisschen mehr los, als immer vorne wegzufahren. Ja gut, an der Stelle macht's gut. Bis demnächst. Servus.